Bleib mal schmerzfrei, das neue Buch von David Dückers, der neben mir sitzt. In diesem Buch geht es darum, wie du selber deine Schmerzen reduzieren kannst. Tatsächlich geht es auch um Bewegungen, aber alle Übungen und alle Tests, die zu machen sind, spielen vor allem darüber, wie du es schaffst, in deinem Gehirn eine gewisse Reizreaktionskomponente auszuschalten. Denn fast immer kommen die Schmerzen oder auch Verspannungen im Körper auch vom Gehirn oder vor allem vom Gehirn. Wie das genau aussieht, erfahren wir jetzt hier in diesem Video oder in diesem Podcast mit David. Lieber David, wie bist du denn zum Thema, ich sag mal, bleib mal schmerzfrei Neuroathletik gekommen? Also ich hatte selber tatsächlich über 15 Jahre Schmerzen, Knieschmerzen. Und ich habe alles probiert, um das im Griff zu bekommen. Bin zu diversen Therapeuten, Ärzten, habe Operationen gehabt, die haben ins Knie reingeguckt, aber keiner konnte halt wirklich die Ursache rausfinden. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann befasse ich mich selber mit dem Thema und gucke, wie kann ich eine Lösung für meine Knieschmerzen finden. Und habe mich dann natürlich bei YouTube erstmal schlau gemacht und da findet man natürlich erstmal Mobility-Training. Ja? Weil wenn du beweglich bist, wenn du mobil bist, dann hast du auch keine Schmerzen. Und das war so, wo ich gesagt habe, okay, Mobility-Training, das funktionierte auch gut. Ich habe die Schmerzen immer ein bisschen reduziert mit Beweglichkeitsübungen. Du hast auch dazu ja auch das Buch geschrieben, Bleib mal locker. Genau, genau. Was vor 5 Jahren rausgekommen ist? Genau, so ungefähr. Genau, das war mein erstes Buch, weil ich wirklich auch der Meinung war, okay, wenn du Mobility-Training machst und beweglich bist, dann hast du halt keine Schmerzen. Und wie gesagt, es hat am Anfang funktioniert, aber meine Schmerzen kamen halt immer wieder. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie ist das ja doch nicht so die Lösung. Und anscheinend ist der Schmerz musste irgendwo anders herkommen. Oder eine andere Lösung muss da sein, um meine Schmerzen zu reduzieren. Mhm. Und dann habe ich halt von Neuroathletiktraining gehört, erfahren vom Lars Nienhardt, das ist ja die deutsche Koryphäe in dem Bereich, der ja die diversen Spitzensportler trainiert. Und dann habe ich bei ihm ein Seminar besucht und in diesem Seminar hat er mich auch wirklich nach vorne geholt vor die Gruppe und wir haben den Schmerz auch ausgelöst, also getestet. Und da hat er mir eine neuronale Übung gezeigt und dann waren meine Schmerzen das erste Mal weg. Okay, also ich würde jetzt gerne mal in die Tiefe gehen. Du hattest Knieschmerzen und ich glaube, es gab 2 Bewegungen, die einfach den Schmerz wieder reproduziert haben. Genau. An sich willst du ja die Person nicht in den Schmerz reinbringen, aber wenn man so einen richtigen Test machen möchte, ob die Intervention, also das, was du machst dagegen, um die Symptome oder die Ursache zu lösen, ist natürlich total genial, auch wenn es fies ist, wenn du einen Test machst, der wirklich Schmerzen produziert. Und genau, genau. Ich habe dein Buch vor kurzem erst wirklich durchgelesen, weil ich es erst bekommen habe, hier nach Mexiko gesendet, dein zweites Buch. Genau, genau. Und da hieß es, es gab eine Übung, wie du dich einfach auch hingekniet hast und dann aufgestanden und dann kam direkt der Schmerz, oder? Genau, also in dem Workshop war das tatsächlich so, wenn ich mich hingekniet habe auf das linke Knie, da habe ich direkt einen stechenden Schmerz gehabt. Und dann hat der Lars gesagt, okay, hast du noch eine Übung, wo du Schmerzen hast? Und dann bin ich gesprungen 3-4 Mal und dann hat auch direkt mein Knie zugemacht. Also das war im Endeffekt dann der Vorher-Test. Okay. Ja. Und dann habt ihr Übungen gemacht? Genau, im Endeffekt haben wir eine neuronale Übung gemacht. Er hat mir sein iPad gegeben und eine App geöffnet, die heißt Recognize. Und da siehst du verschiedene Knie. Und dann musste ich unterscheiden, ob das ein linkes oder ein rechtes Knie ist. Und das ging dann ungefähr 1 Minute. Und dann habe ich diesen Retest gemacht und mein Schmerz war erstmal weg. Und dann habe ich gesagt, what the fuck, warum ist jetzt mein Schmerz auf einmal weg? Also ich war wirklich sprachlos, weil ich habe mich mit dem Thema auch noch nicht so intensiv vorher beschäftigt. Mhm. Aber ich habe halt gespürt, okay, es sind da keine Schmerzen mehr da. Mhm. Und dann war für mich klar, dass mein Schmerz erstmal nicht aus meinem Knie kommt, sondern dass mein Gehirn mir Schmerzen in meinem Knie gibt. Okay, also normalerweise, wenn du jetzt so eine Personal-Training-Einheit machst, ich bin ja auch in Genuss gekommen, wir hatten vor kurzem erst die 3. Einheit, ich werde auch noch meine Geschichte erzählen, dann ist es ja so, dass du gar nicht zu viel versuchst zu interpretieren, sondern es gibt einfach Tests. Mhm, also genau. Der bekannteste Test ist, du stellst dich auf beide Beine und du tust versuchen, mit den Händen die Füße oder den Boden zu berühren und schaust, wie weit du kommst. Der Toe-Touch. Genau, das ist ein Beweglichkeitstest, der Toe-Touch. Im Endeffekt kannst du jeden Beweglichkeitstest machen, um zu gucken, wie ist deine Beweglichkeit in dem Moment oder was lässt dein Gehirn gerade zu. Und dann kannst du das natürlich dann auch als Retest nehmen, um zu gucken, okay, ist die Beweglichkeit besser geworden, dann war es eine gute Übung für dein Gehirn. Ist die Beweglichkeit schlechter geworden, dann ist es eine schlechte Übung und hat sich nichts getan, dann ist es einfach nur eine neutrale Übung, die jetzt nicht so wichtig ist. Mir ist heute mal wichtig, wenn ich schon die Chance habe, auch selber mehr dahinter zu verstehen. Ich habe so ein paar Theorien, aber dich zu befragen, was steckt denn eigentlich dahinter? Ich weiß jetzt, in der Session selbst geht es gar nicht so viel darum zu interpretieren, sondern du hast deine Tests und du schaust einfach, wie der Körper reagiert, weil der Körper eigentlich schlauer ist als wir selbst. Aber trotzdem gibt es ja gewisse Mechanismen,
wo man Theorien hat, warum das so ist. Mhm. Also jetzt für mich zum Beispiel der Toe Touch, könnte man jetzt sagen, ist eine Testübung oder ist eine Beweglichkeitsübung, wo die Beweglichkeit besser wird, je öfter du es machst. Ja, könnte sein. Das, warum jetzt du an irgendeinem iPad irgendwelche Sachen klickst, das dann dazu führt, dass du keine Knieschmerzen mehr hast, was ja dein spezieller Test, dein persönlicher Test war. Was für eine Erklärungsmöglichkeit, Theorie gibt es denn dazu? Genau, im Endeffekt geht es sich darum, einfach zu gucken, wie reagiert dein Gehirn auf eine gewisse Übung. Ja? Und das kannst du testen, wie gesagt, mit Beweglichkeit, du kannst es mit Kraft testen, du kannst es mit Stabilität testen. Ja? Mhm. Und was wir machen im Endeffekt ist, dem Gehirn bessere Informationen geben, also mehr Sicherheit über, sag ich mal, das Kniegelenk oder den Körper oder auch zum Beispiel die Augen, das Gleichgewichtssystem, damit das Gehirn dann sagt, ich fühle mich jetzt sicherer und dann wird der Output besser und das ist dann halt in dem Fall mehr Beweglichkeit, mehr Kraft, mehr Stabilität, mehr Leistung. Aber jetzt, also jetzt nur, dass ich den Test verstehe, ich durfte noch gar nicht mit dem Teil spielen, mit dem iPad, würde mich auch mal interessieren. Ja. was ist jetzt dann in deinem Gehirn passiert, sodass das Knie keine Schmerzen mehr hat? Also du hast Knie gesehen und du hast geklickt, links, rechts, genau, links, rechts. Also das ist ein linkes Knie, das ist ein rechtes Knie. Mhm. Was ist die Theorie dahinter? Ja, im Endeffekt hat man dann auch bei der Testung gesehen, dass im Endeffekt das Ergebnis war, dass mein Gehirn, also 20% nur mein linkes Knie erkannt hat und 80% mein rechtes Knie. Das heißt, mein Gehirn hat keine guten Informationen über mein linkes Knie. Und mit dieser App werden halt gewisse Bereiche im Gehirn aktiviert und das Gehirn kriegt somit dann auch wieder mehr Sicherheit über das Kniegelenk, sodass im Endeffekt im Nachhinein dann das Gehirn sagt, okay, kann ich den Schmerz reduzieren, weil ich jetzt bessere Informationen über mein Kniegelenk habe. Aber das ist jetzt ein bisschen zu komplex, da jetzt welche Bereiche im Gehirn genau aktiviert werden. Aber im Endeffekt geht es sich darum, wie gesagt, dem Gehirn bessere Informationen zu geben. Also für mich ist das noch echt, also ich kann mir echt viel vorstellen, aber das ist noch sowas, wo ich sage, wow, du sitzt vor einem iPad, klickst irgendwas und danach bist du schmerzfrei. Ja, also im Endeffekt ist es auch so eine Sache, du bist natürlich da nicht langfristig schmerzfrei. Ne? Mhm. Wir könnten zum Beispiel auch andere Übungen machen, dass wir zum Beispiel sagen, wir machen eine Augenübung, haben wir auch zum Beispiel in deinem Beispiel gemacht und dann hast du direkt mehr Beweglichkeit oder weniger Schmerzen in deinen Handgelenken. Und im Endeffekt geht es sich darum, die richtigen Übungen für dein Gehirn zu finden, um deinem Gehirn mehr Sicherheit zu geben, damit dein Gehirn im Endeffekt aus diesem Schmerz- oder Survival-Modus rauskommt und sagt, okay, ich fühle mich jetzt sicherer, ich lasse dich auch in den Performance-Mode. Genau. Also das ist etwas, wo ich halt sage, es gibt ja in der Schmerztheorie, in dem Schmerzcoaching, Schmerztherapie, das Konzept des Eimers. Also das heißt, du hast einen Eimer und der füllt sich mit den verschiedensten Stressoren und irgendwann läuft der Eimer einfach über und der Körper reagiert und Schmerz tritt auf. Das ist die Theorie. Genau. Also das heißt, was für Stressoren gibt es, die wir haben? Wir können Beziehungsstress haben, habe ich gelesen. Wir können die ganze Zeit, was bei mir ein großes Thema war, auch wenn ich weiß, gute Haltung etc. und immer Sport gemacht habe, zu viel am Computer sitzen, zu viel am Handy arbeiten. Das heißt, wir haben immer eine schlechte Haltung. Plus, was wahrscheinlich bei mir auch nicht förderlich war, ist, dass ich früher sehr viel Mobilitätsübungen oder Aktivierungsübungen gemacht habe, dass mein Gehirn gut zusammengearbeitet hat. Aber ich wollte im Business erfolgreich sein, den Menschen helfen, die ich halt unterstütze, die meine Kunden sind, meine Marke aufbauen. Und wenn ich ins Gym gegangen bin, habe ich einfach die großen Muskelgruppen trainiert, eben zeiteffizient, so als Beispiel. Gott sei Dank, was gäbe es noch für Stressoren? Kein Beziehungsstress in dem Rahmen. Ernährung zum Beispiel, Ernährung. Ne, großes Thema Atmung. Und dann ein ganz großes Thema, was für mich ja auch total wichtig ist, die Augen. Ja, weil ich habe ja selber 20 Jahre eine Brille getragen. Und wenn deine Augen halt nicht gut funktionieren, das ist auch wie so ein Muskel, wenn du den nicht richtig trainierst, dann kriegt dein Gehirn auch immer schlechte Informationen. Und das visuelle System ist das wichtigste System für dein Gehirn. Das heißt, wenn du den ganzen Tag am Handy bist oder am Laptop bist, dann sind deine Augen meist nur in einer Position und die anderen Skills, die deine Augen eigentlich machen sollen, werden halt gar nicht mehr mittrainiert. Wie Weitsicht, wie Sprünge, nah und fern, links und rechts, die Muskeln um die Augen herum werden nicht vernünftig aktiviert oder die Augen sind viel zu gestresst. Ja. Was natürlich durch permanent am Computer sein oder am Handy natürlich extremer Stressor ist. Man weiß ja auch, das Blaulicht ist etwas, was mit uns macht. Und das andere, die Scrollbewegung vom Gehirn, also dass wir von oben nach unten schauen, habe ich gehört, ist ein extremer Sympathikus-Aktivator. Also das heißt, die Geräte sind darauf gemacht, dass sie immer Dopamin ausschütten, dass wir immer dranbleiben, dass wir süchtig werden.
Und ja, so fühlt sich der Eimer Stück für Stück. Was genau. gibt es noch für Stressoren? Finanzieller Stress als Beispiel. Was bei mir definitiv der Fall war, war, dass ich ja von Deutschland ausgewandert bin, durch die Welt gereist bin, was ich sehr, sehr liebe, aber doch auch manchmal so, okay, wie ist die Unterkunft? Wie ist das Internet, wenn ich arbeiten will? Stromausfall, oh, ja. Da muss natürlich der ganze Körper auch irgendwie sich anpassen oder mitreisen, sage ich mal so. Okay, also das ist das Konzept dieses Eimers. Genau. Ich denke, wir können uns meine Geschichte auch, ich glaube, ist ein super Beispiel, weil ich das natürlich sehr gut erzählen kann. Aber jetzt haben wir diesen Eimer. Meiner Meinung nach kenne ich sehr wenig Menschen, die wirklich bewusst gucken, Atmung, Parasympathikusaktivierung, wenn zu viel der Sympathikus aktiviert ist, eine optimale Ernährung, was auch immer optimal heißt, hat ja jeder seine eigene Theorie, und regelmäßig trainieren. Was würdest du sagen, also wer braucht Neuroathletik? Aber wo du gerade auch nochmal sagst, also trainieren, weil du hast es ja selber gesagt, ne? Du hast damals gesagt, okay, du gehst ins Fitnessstudio und gedacht, okay, ich mache jetzt Bankdrücken, Rudern, Kreuzheben, Kniebeugen und das ist dann gut für meinen Körper. Klar. Aber das Problem ist halt, dass das oftmals nicht unbedingt gut für deinen Körper ist, weil die meisten Menschen haben eine Disbalance, ja, und sei es jetzt im Gleichgewichtssystem oder sagen wir jetzt auch mal Beispiel, deine Augen funktionieren nicht optimal und dann gehen wir ins Fitnessstudio und machen dann Vollgas, ja. Und im Endeffekt, das habe ich dir auch gezeigt, wie man sich testen kann. Du kannst im Endeffekt fragen, welche Übung überhaupt gut für dich ist oder nicht. Ja, das, wie gesagt, dein Gehirn reagiert direkt auf eine Übung. Und wenn man das mal machen würde, um zu gucken, ist das überhaupt jetzt, wenn ich den ganzen Tag sitze und keine gute, sagen wir mal, Mobilität in der Brustwirbelsäule habe, ist jetzt Bankdrücken oder Push-Ups vielleicht die richtige Übung für mich? Oder muss ich vielleicht sogar einseitig trainieren, weil ich mehr Aktivierung immer, weil ich Rechtshänder bin, vielleicht auf der einen Seite habe? Vielleicht macht es dann Sinn, nur mit die eine Seite ein bisschen mehr zu aktivieren. Also es geht sich im Endeffekt auch immer ums Gleichgewicht. Ja, dass wir im Endeffekt das Gehirn wieder ins Gleichgewicht bringen. Lass es uns mal runterbrechen, weil wir haben ja 3 Sessions gehabt. Die vierte kommt noch. Und du hast es ja auch so runtergebrochen, einfach, dass es so ein bisschen mehr kapitelhaft ist. Sie sagen, was haben wir in der ersten Session gemacht? Genau. Also die erste Session war im Endeffekt, wir haben dich getestet. Ja, ich habe dir auch erklärt, wie du dich selber testen kannst. Wir haben deine Beweglichkeit getestet. Wir haben dein Gleichgewichtssystem getestet. Vor allen Dingen auch mit reaktives Gleichgewichtssystem. Also wie reagierst du zum Beispiel, wenn ich dich ein bisschen schubse? Ja? Weil das super wichtig auch für dein Gehirn ist, dass du eine stabile Mitte hast. Ja? Also eine Übung war auf jeden Fall jetzt mal die Füße berühren. Ja? Also der genau, Toe-Touch. Dieser Toe-Touch, genau, Finger-Boden-Abstand. Eine Rotation nach links und rechts. Und genau, da haben wir festgestellt, nach rechts geht es ein bisschen schlechter. Das ist für mich eigentlich auch so der beste Test, habe ich das Gefühl. Weil ich da sehr schnell merke, oh, nach rechts, und wenn ich eine Übung habe, die mir gut tut, dann ist so, wow, es geht fast wie bis nach links. Und dann ist so, yeah, cool. Ja. Okay, also das heißt, wir haben uns angeguckt, wie teste ich mich? Genau, dann haben wir deine Kraft getestet, ne? Wir haben deine Stabilität getestet, wir haben deine Atmung getestet, um zu gucken, wie funktioniert deine Atmung. Und dann haben wir auch direkt Übungen gemacht, um das zu optimieren. Also gerade die Atmung, ne? Weil das ist für mich das Wichtigste in der ersten Session, weil das Gehirn braucht Glukose und Sauerstoff. Ja? Und wenn deine Atmung nicht gut funktioniert, bei den meisten Menschen funktioniert das nicht so optimal, weil wir in der Regel viel zu viel atmen, ja? Dann haben wir quasi ein Airhanger-Drill gemacht, also Luft angehalten. Wir haben dann Zwerchfell mobilisiert, ja, und hatten direkt ein positives Ergebnis. Und das war dann im Endeffekt auch schon die erste Session. Okay, also erstmal die Tests gucken und dann ist Atmung ein Riesenthema. Beim Thema Atmung, das ist ja wirklich etwas, das kann jeder zu Hause mal machen. Und du hast gesagt, ja, Glukose, Sauerstoffverstoffwechselung. Also gerade um Fett zu verbrennen, eben nicht Glukose, brauchen wir ja Sauerstoff für die Verstoffwechselung. Also das heißt, wenn jemand noch im Bio-Unterricht gut aufgepasst hat, Zitratzyklus, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Theorie ist ja, weil unser Leben sehr stressig ist, weil wir oft eben ja, dann erhöhten Puls haben, uns aufregen, dass wir zu flach atmen. Also das heißt, wir atmen mehr ein, als wir ausatmen. Und dadurch haben wir eine verringerte CO2-Konzentration im Körper. Und durch die verringerte CO2-Konzentration können wir aber auch in die Zelle nicht so gut Sauerstoff reinbringen. Genau, also tendenziell ist es so, dass die Menschen oder die meisten viel zu viel atmen, ja, durch erhöhten Stress. Und dadurch haben wir halt immer CO2, atmen wir aus. Und das Problem ist halt, dass wir CO2 auch brauchen, um Sauerstoff in die Zellen zu bekommen und auch ins Gehirn.
Und deswegen einfach mal die Luft anhalten und zu gucken, was dann passiert. Ja? Und dann auch wieder testen, um zu gucken, war das gut für mich, ja? War das gut für mein Gehirn. Und das ist dann schon meist, dass die Leute dann direkt mehr Energie haben, mehr Beweglichkeit alleine, weil sie mal für eine längere Zeit die Luft anhalten. Muss aber nicht bei jedem sein, deswegen ist jeder individuell. Ne? Vor allem halt dann ist ja die Frage, okay, wie oft mache ich die Übung? Also genau. Bei mir kam ja raus, okay, ich mache es jetzt dreimal, ich mache Luft anhalten, halte auch die Nase zu. Also und dann gehe ich. Genau. Und versuche es eben schon ein bisschen auszureizen. Mhm. Und dann mache ich den Test. Und dann kam eben raus, hey, das hat mir jetzt geholfen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich gleich gemerkt habe, wow, diese einfache Übung, die nicht viel Zeit braucht, verändert etwas. Mhm. Und vor allen Dingen, du hattest nicht nur mehr Beweglichkeit, du hattest auch mehr Stabilität. Wir haben das ja wieder getestet. Und du hast direkt mehr Kraft gehabt. Mhm. Das heißt, wir testen immer auf verschiedenen Ebenen. Weil manchmal denkt man so, okay, Beweglichkeit, ja, Kraft. Gleichgewicht, Kraft. Genau. Das sind die Hauptkomponenten, die du dir anschaust. Genau. Ja. Und Kraft halt erstaunlich, weil ich schon manchmal, also ich bin sehr offen für viele Trainingsbereiche, spirituelle Themen auch, aber dieser Kraftmesser, wo du halt einfach fest zugreifst, also die Handkraft testest oder Handkraft testest, ist natürlich schön, weil du halt siehst einfach schwarz auf weiß eine Zahl und kannst das dann halt notieren. Und das Schöne ist dabei, viele sagen ja zum Beispiel, wenn du die Beweglichkeitstests hast, ja klar, wenn ich die jetzt ein paar Mal mache, dann werde ich natürlich immer beweglicher. Deswegen sage ich den Leuten immer, okay, du machst die Übung jetzt so lange, meinetwegen 5 bis 10 Mal, bis du dieser Warm-Up-Effekt vorbei ist, bis du wirklich deine Endposition erreicht hast. Ja? Und bei der Kraft zum Beispiel müsste man ja sagen, okay, wenn ich jetzt immer volle Kanne drücke und die Übung jetzt mehrmals in der Session, dann müsste ich ja eigentlich schwächer werden. Aber wenn du eine gute Übung für dich findest, dann merkst du auf einmal, dann wirst du stärker. Mhm. Und das finde ich ist immer ganz cool, gerade für Männer, die jetzt sagen, okay, ich will stärker werden, ja, ist Beweglichkeit schön, aber Kraft ist natürlich so, wo man sagt, boah, cool. Ne? Mhm. Dadurch bin ich natürlich auch stärker in der Sportart oder im Fitnessstudio. Mhm. Genau. Okay, also Gleichgewicht, Beweglichkeit, Kraft, all das haben wir getestet und eben von der Atemübung her fand ich sehr, sehr erstaunlich. Ich habe mich viel mit Atemtechniken schon auseinandergesetzt, auch genau vor einem Jahr sehr fleißig gemacht. Aber es ist halt doch so, wie du ja auch gesagt hast, hey, gewiss, wenn du ein Thema hast, wo der Körper schon so lange mit sich rumträgt, dann braucht es halt eine gewisse Zeit, bis er sich entspannt. Und gewisse Übungen wahrscheinlich, welche, wo ich halt merke, wow, die haben immer noch einen riesen Effekt. Warum sollte ich sie nicht zum Beispiel in den Satzpausen halt weitermachen? Genau, genau. Also jetzt zum Beispiel das Hüftkreisen. Er sah im Fitnessstudio heute sehr lustig aus. Florence hat auch geschmunzelt, ja, wenn so ein Mann die ganze Zeit vom Spiegel die Hüfte kreist. Ja. Aber was halt mir große Freude gemacht hat, ist allein nach 3 Tagen Hüftkreisen hatte ich schon fast den Hüftschwung raus. Ja? Mhm. Und das Schöne ist, dass ich halt merke, wow, da verändert sich einfach dieses Spannungsgeflecht im Körper. Genau. Ja? 2. Tag, lassen wir das Revue passieren, haben wir vor allem mit den Augen und dem Gehirn gearbeitet. Mhm. Das ist auch etwas, wo ich sagen muss, habe ich immer so ein bisschen geschmunzelt. Ich fand dieses Neuroathletik eigentlich immer ganz cool, aber es gab ja schon so eine Phase, als es in Deutschland so gestartet ist, dass so in den interessanten Gyms immer so Leute mit so einem Stift rumgelaufen sind und denen so die Augenliegestütze gemacht haben. Genau. Und irgendwelches peripheres Sehen. Aber das Erstaunliche ist es, wenn du halt selber mal wirklich merkst, wie, also ein Test war für mich ganz krass, wo ich mit dem Auge so einen Kreis machen sollte, merke ich jetzt immer noch, dass wenn ich jetzt hier nach, also Kopf gerade halte und ich nach links schaue, das geht viel leichter, als wenn ich nach rechts schaue. Mhm. Und dann wie das so, du hast gesagt, eigentlich müssten die Augen die Möglichkeit haben, einen fließenden Kreis. Genau, smooth. Smooth, ohne schön zu stocken. Und es war wirklich so ein Gefühl wie, normalerweise spürt man ja seine Augenmuskeln nicht so richtig, ja. Mhm. Aber als ich dann hier so nach oben, ich so, boah, ja, auch jetzt, obwohl ich schon jetzt 2 Wochen die Übungen mache, merke ich noch manchmal, oh, es krampft so ein bisschen, Das ist ein Prozess. Es hakt. Ja. Und ja, das war dann schon erstaunlich. Also das ist schon etwas, wo ich mich fasziniert habe. Und meiner Meinung nach gehört das in jedes Warm-Up-Training eigentlich rein. Also ich komme ja aus der Phase, du bist auch über 15 Jahre Personal Trainer. Mhm. Ich habe auch vor 15 Jahre als Personal Trainer gearbeitet, jetzt mehr eben den Fokus auf die Ernährung gelegt in letzter Zeit. Aber bei mir war es damals halt mit dem Functional Movement Screen und den Corrective Exercises. Auch diese Zeit, wo das Buch rauskam, Get Fit to Run. Mhm. Also viele wollen ja laufen, um fit zu werden. Aber damals war halt auch die Theorie, wie du sagst, hey, es macht keinen Sinn zu trainieren,
wenn dein Stresslevel total hoch, wenn deine Haltung wenn dein Gehirn sich nicht sicher fühlt, dann wird es hier Schmerz geben vielleicht, ne, um dich zu stoppen. Dann kann immer, also das ist ja der typisch Mann, ist so, hey, ich habe wenig Zeit, ich gehe ins Fitnessstudio, ich gebe jetzt Gas, super motiviert, dann verletzt es sich wieder, hört wieder auf, hat eine Pause, fängt wieder an, verletzt sich wieder, ja, also dieser typische Kreislauf eben, ja. Und ja, ich erzähle, glaube ich, einfach, wie es bei mir war. Also was ich ja hier hatte, waren ja immer so fette Ganglions. Mhm. Ja, linke Hand, rechte Hand. Sie sind schon kleiner geworden. Ja, ich habe lange so ein bisschen auch gezweifelt, sind es jetzt die Übungen, weil ich auch gesagt habe, ich gehe jetzt jeden Morgen an den Strand und ich chill einfach ein bisschen mehr. Aber ja, ich merke jetzt halt direkt, wie halt die Unterarme angespannt waren. Mhm. Also wie Spannung da war. Ich mache die Übungen und die Spannung wird weniger oder ist halt gerade weg. Also so. Das ist etwas, wo mir als Personal Trainer, der sich doch recht gut auskennt, wirklich peinlich gewesen. Und als wir uns dann kennengelernt haben, habe ich auch zu dir gesagt, hey, ganz ehrlich, ich fühle mich gerade echt scheiße, weil eigentlich in meinem Leben ist absolute Fülle da, aber beim Paddelspielen, also wenn ich so tennisähnlichen Sport mache, ist immer so ein bisschen, und tatsächlich, wenn ich in den Rucksack reingefasst habe und so kleine Bewegungen machen durfte, um den Scooterschlüssel zu suchen, das war unangenehm. Und das, wenn du dann sagst, oh, Florence, kannst du den Schlüssel rausholen? Das ist irgendwie nicht so geil, ja. Sehr unangenehmes Gefühl. Ja. Und das ist halt eine Einschränkung im Endeffekt. Und dann ist halt interessant zu sehen, das haben wir bei dir getestet, wie ist die Beweglichkeit, wie ist die Spannung, wie ist die Kraft, ja. Mhm. Und dann machen wir vielleicht ein paar Augenübungen, auf einmal merkst du, oh, es ist weniger geworden. Ich habe mehr Kraft, ja, also lösen wir die Spannung. Und das ist halt das Interessante, wenn du das neuronale Training verstanden hast oder wie das Gehirn funktioniert, dann geht es sich halt, wie gesagt, darum, nicht jetzt hier an deinem Handgelenk zu arbeiten, sondern deinem Gehirn einfach bessere Informationen zu geben, dass die Spannung da rausgeht. Ja? Okay, also Atemübungen, Augenübungen. Genau. Ja, also ich fände es total cool, wenn du einfach mal ein paar Übungen zeigst. Also wenn wir uns einen Test vornehmen, das können wir vielleicht auch noch ein bisschen hier weiterreden, aber dann am Ende anhängen, mal zu sagen, hey, schau mal, Test 1, Test 2, zwei, drei Übungen, einfach, dass Menschen das mal ausprobieren können, was das mit ihrem System macht. Ich glaube, das wäre richtig, richtig cool. Okay. Und für alle, die so richtig tief gehen wollen, in deinem Buch sind ja alle Übungen drin. Da habe ich auch noch ein paar Übungen gesehen, die wir noch nicht gemacht haben, wo ich gesagt habe, die möchte ich unbedingt noch nachträgen. Ja, also bewusst nicht gemacht, weil alle, da habe ich natürlich alle Übungen reingepackt. Aber du hast ja ein Personal Training bei mir gemacht. Wichtig ist halt, dass du deine Übung machst. Weil nicht jede Übung ist halt für jeden gut. Mhm. Ne? Und deswegen so wichtig, die individuellen Übungen rauszufinden. Dass man halt sagt, okay, das macht jetzt bei mir am meisten Sinn. Und am Ende hilft es ja auch nichts, die tollsten Übungen der Welt zu haben. Nee. Unendlich viele. Aber ja, jetzt mit, ich sag mal, den verschiedenen Bereichen, da habe ich schon ein bisschen was zu tun. Gerade bin ich extrem motiviert, weil ich halt den Fortschritt direkt erlebe und ich halt sage, wow, ich möchte da was verändern. Und, aber ja, also du brauchst halt immer einen Warum. Und wenn der Schmerz da ist, also Schmerzen tun ja im Körper, sind halt einfach scheiße. Ich glaube, jeder, der welche hat, sagt, hey, sobald du Schmerzen hast, Zahnschmerzen, dreht sich alles nur um den Schmerz. Ja. Aber wie du selber auch sagst, ne, du hast natürlich die Session jetzt bei mir gemacht und du hast direkt eine Verbesserung gemerkt, aber du versuchst natürlich auch an anderen Symptomen zu arbeiten. Ne? Du versuchst deinen Stress zu reduzieren, du gehst öfters mal an den Strand, ne? Du machst deine Atemübung, du machst deine Augenübung, Gleichgewichtsübung, du guckst, dass du dich gut ernährst. Also alles, was du eben erklärt hast mit diesem Stressbucket, nenne ich das gerne, ist halt wichtig, dass du versuchst, so viel wie möglich aus diesem Stresseimer rauszunehmen. Absolut. Ne? Und das ist auch etwas, warum ich gesagt habe, ich möchte dich unbedingt interviewen. Jetzt gar nicht so unbedingt wegen deiner Kniegeschichte, deine Augengeschichte, also vom Brillenträger zum keinen Brillenträger mehr, ist ja auch schon erstaunlich genug. Dann meine eigene Erfahrung mit den Händen und die Menschen, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich seit über einem Jahr die verschiedensten Sachen probiert habe, dass ich zum Beispiel über die Ernährung eben auch diese komplette Carnivore-Ernährung zwei Wochen mein Ganglion hier in der linken Hand um 90% geschrumpft war. Davor hättest du richtig schön noch so eine Kugel gehabt. Ja, also das heißt eben dieses von verschiedenen Ebenen angehen. Aber was ich auch so spannend finde, ist ja, der Kanal ist jetzt ja Keto-Coach. Ketose, Fettstoffwechsel optimieren, abnehmen, Hormone, Biohacking ins Gleichgewicht bringen. Und mit dem Neuroathletik, das ist sowas, wo ich sage, boah, das Hauptproblem bei vielen Menschen ist eben zu viel Insulin oder zu viel Cortisol im Körper, was ich immer wieder erlebe, wenn sie ihre Ernährung umstellen wollen. Und gerade eben Frauen,
haben oft die Herangehensweise, sie wollen schnell ihren Erfolg haben. Das heißt, was machen sie? Sie essen weniger und sie trainieren mehr. Und ich sage halt dann oft, dass halt die Trainingsmenge nicht das Entscheidende ist und auch dieses weniger Essen natürlich auch ein Stressor ist fürs System. Aber wenn du natürlich dann noch vor dem Training oder so eine kleine Routine morgens und abends für dich hast, um dein Nervensystem zu beruhigen, weil ich würde sagen, so das größte gesellschaftliche Problem neben einer Pandemie von Kohlenhydraten und verarbeiteten Lebensmitteln ist definitiv, dass einfach unser Nervensystem überlastet ist durch die ganzen Stressoren auch. Und ja, und dann ist halt das Thema, die meisten sagen dann, okay, ich muss Sport machen und gehe dann vielleicht laufen, ja. Und dabei ist das System, weil Laufen ist ja eine sehr, sehr komplexe Übung, ja. Und sagen wir mal, oder die meisten haben ein Gleichgewichtsthema, ja. Das Gleichgewichtssystem ist nicht optimal, die Augen funktionieren nicht gut, die Körperwahrnehmung, das haben wir übrigens in der dritten Session gemacht, war auch sehr, sehr spannend bei dir mal an die Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Hüfte ranzugehen. Kannst du mal das hier vormachen? Ah ja, genau, es ist dieser Shift, ja, da habe ich übrigens heute ein YouTube-Video zu gemacht. Ja. Also du schiebst im Endeffekt den Kopf von links nach rechts und da haben viele schon Probleme mit, weil die dann das hier machen oder gar nicht wissen, wie sie die Halswirbelsäule in diese Richtung mobilisieren. Genau, da habe ich heute ein cooles Video gemacht, die 5 Minuten Neuromobility-Routine für deine Wirbelsäule, da ist genau diese Übung mit drin. Also und diese Übung kann ich noch nicht. Also ich habe schon so ein paar Zentimeter gehen schon und das wäre was, wenn jemand die zu Hause gut kann, soll er uns auf Instagram taggen, bleib mal schmerzfrei und mal Keto-Coach Andi, weil ich glaube nämlich, sehr viele Menschen können das nicht, aber das reposte ich dann und sage, hey cool, du hast es drauf. Und im Endeffekt genau, es ist ein Skill, den du trainieren kannst oder solltest, weil gerade die Wirbelsäule, super wichtig, laufen alle Informationen durchs zentrale Nervensystem, die sollte wirklich in alle Richtung beweglich sein. Ne? Und deswegen auch isoliert, okay, ist man überhaupt in der Lage, mal die Brustwirbelsäule isoliert zu bewegen, auch vielleicht in alle Bereiche mal Kreise zu machen, vielleicht mal Achterbewegung. Das sind dann aber schon eher komplexe Übungen. Ne? Ich starte immer einfach, okay, wir fangen erstmal zum Beispiel an Strecken beugen, links, rechts, rotieren und dann kann man gucken, ob man dann komplexere Übungen mit einbaut. Aber das ist halt auch, wie gesagt, für das Gehirn extrem wichtig. Ja, spannend. Da fallen mir jetzt immer mehr Sachen ein, die wir gemacht haben, aber worauf ich hinaus wollte mit dem, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass halt mit Atemübungen, mit linke Seite, rechte Seite, die Gehirnhälften wieder aktivieren, die Augenbewegungen machen, wenn man gerade viel vorm Rechner oder vorm Handy sitzt, dass man damit einen großen Hebel hat, auch auf einer metabolischen Ebene. Auf jeden Fall. Das ist das, wo ich sage, wenn du natürlich das Cortisol reduzierst oder wie du ja gesagt hast, wenn dein Gleichgewichtssinn nicht optimal funktioniert, weil links, rechts, Wirbelsäulenstabilität etc. nicht da ist, das ist ja aufs System permanent Stress. Ja. Das ist so, wo du mich geschubst hast, ich so, ja. Und dann, wenn ich die Übung mache, zack, wie eine sofort die Aktivierung. Und beim Laufen, du hast ja auch gesagt, also ich finde Laufen halt einfach von der metabolischen Ebene für jemanden, der viel Stress hat, nicht unbedingt ideal. Da wäre eigentlich Sprinten ideal, aber für Sprinten ist es noch wichtiger, dass du gut austariert bist. Und beim Laufen ist ja das Erstaunliche, du machst ja eigentlich so halbe einbeinige Kniebeugen permanent. Ja, also und du stehst immer auf einem Bein. Und wenn das Gehirn eigentlich nicht gut austarieren kannst, du es aber gar nicht spürst, weil du natürlich schnell unterwegs bist, Schritt, 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 Schritt oder mit dem Atmen so beschäftigt, dann ist das halt eine heftige Sache. Ja. Auf einer metabolischen Ebene wäre natürlich eine Kniebeuge super, aber eben auch nur, wenn dein System sagt, oh ja, ich fühle mich sicher dabei. Genau, genau. Das ist halt das Erstaunliche und deswegen für mich ist das so ein fehlendes Puzzlestück, wo ich sage, das sollen einfach viel mehr Menschen erfahren. Deswegen würde ich auch sagen, hey, wenn ihr da einfach noch mal mehr wissen wollt, können wir auch eine zweite Folge aufnehmen. Gerne. Weil gewisse Sachen, sage ich einfach, müssen raus in die Welt. Ja. Und Und das hast du jetzt gerade gut gesagt, weil im Endeffekt, wenn ich immer auch hier wieder in diesem Survival-Mode bin, ja, dann wird dein Körper nicht an die Fettreserven rangehen. Ja? Oder wenn meine Atmung nicht optimal funktioniert, ne? Weil wir vor allen Dingen Fett auch durch die Atmung mit abbauen, dann habe ich halt ein Problem. Da kann ich so viel Sport machen, ja, oder die Ernährung reduzieren und nehme trotzdem nicht ab. Und das ist halt das Ziel, dass wir wirklich gucken, wie kommen wir aus diesem Survival-Mode raus und Ja, absolut erstaunlich. Jetzt kommt zuletzt noch
noch in der vierten Session isometrisches Krafttraining. Mein neue Favorite-Methode. Richtig cool. Was ist da der Hintergrund? Jetzt einfach nochmal so, wo ich halt, ich komme gerade vom Krafttraining. Also kurz bevor wir uns hier getroffen haben, war ich eben mit Florence trainieren, wo ich jetzt halt einfach, das große Problem, was ich das ganze letzte Jahr hatte, ich hatte echt tolle Experten und ich habe super viel gelernt und jeder hat auch irgendwie was Gutes gemacht, aber wir haben es halt nicht geschafft, dass auch ich mich sicher gefühlt habe beim Krafttraining, weil ich halt keinen Test hatte, so in dem Sinne. Mhm. Also das ist schon echt was Erstaunliches und jetzt habe ich halt vor jeder Übung getestet und habe dann gemerkt, wow, und jetzt ist es halt echt so, wo ich sage, ich habe auch wieder Lust, richtig zu trainieren, weil ich halt merke, oh ja, nach dem Training die Spannung im Körper wird nicht mehr und ich kann es auch direkt überprüfen, bevor ich da zu viele Übungen mache. Genau, weil die meisten kommen aus dem Training raus und sind im Endeffekt total platt, ja, und viel unbeweglicher und da kann ich dir halt sagen, da waren das halt die falschen Übungen. Ja? Und wenn du wirklich testest und guckst, was ist für mein System sicher, oder ich mache die Aufwärmübung vorher, um meinem Gehirn mehr Sicherheit zu geben, um mehr Stabilität zu haben, mehr Beweglichkeit, und trainiere dann und mache dann die Übungen, die für mich gut sind, ja, dann sollte ich aus einer Session wirklich gut rausgehen und mehr Energie haben. Ja? Und mit dem isometrischen Krafttraining ist tatsächlich der Vorteil, das können wirklich auch Leute machen, die in gewissen Positionen Schmerzen haben. Ja? Weil das Ganze findet ohne Bewegung statt. Und ich habe trotzdem den metabolischen Effekt, also den Muskulatureffekt, wenn ich sage, ich kann meine Kraft halten, ich kann mit 100% trainieren oder ich kann mit 30% meine Maximalkraft trainieren, ohne Bewegung gegen einen festen Widerstand. Ja, gut, du nutzt jetzt so ein Schlingentrainer-Instrument, sowas ähnliches, ja. Isometrisches Krafttraining, ich habe ja auch Sportwissenschaft studiert, ist ja etwas, was schon lange Zeit auch immer wieder empfohlen worden ist für die verschiedensten Bereiche, auch manchmal zum Muskelaufbau. Aber für die, die den Begriff nicht kennen, also isometrisch ist halt zum Beispiel jetzt, wir machen eine Liegestütze und wir halten in der Endposition. Genau. Ja, das machst du auch, aber halt mit einem Kabelinstrument. Oder? Genau, aber das wäre jetzt schon eine sehr extreme Übung, weil es gibt gewisse, gerade bei Schmerzpatienten versuche ich die Übung länger zu halten, zum Beispiel 3 Minuten ungefähr, 3 bis 5 Minuten. Oh, wow. Und in dieser Liegestützposition wirst du keine 3 bis 5 Minuten halten. Und da ist zum Beispiel dieser, der heißt Isotrain, ja, das ist wie so ein Art Sling-Trainer, den kannst du einstellen von der Länge, nimmst du hinter den Rücken, hast beide Griffe, ja, und drückst dann feste gegen den Widerstand nach vorne, in der statischen Position. Da kannst du natürlich sagen, ich gebe jetzt 100% oder ich gebe 30%, ja, und halt die Übung über einen längeren Zeitraum, dann bin ich eher im Kraftausdauerbereich. Ne? Genau, und somit kannst du die Intensität sehr gut selber wählen. Und Kraftausdauer ist ja auch, was viele Physiotherapeuten empfehlen, weil es halt einfach auch die metabolische, ich sag mal, Prozesse in der Muskulatur anregen, enzymatische Aktivität etc., Abbauprozesse. Genau. Ja. Und gerade also die Nozizeptoren haben jetzt die neuesten Studien gezeigt, die werden dadurch gehemmt, also sind die Schmerzrezeptoren. Also in neuesten Studien kommen immer mehr raus, dass dieses Training mega krasse Vorteile hat, sogar gegenüber dynamischem Training. Und wie gesagt, ein mega Vorteil ist, okay, wenn ich eine Kniebeuge mache, ja, und kann die vielleicht nicht machen mit meine Maximalkraft, ja, dann kann ich das in der statischen Position machen. Und mein Gehirn fühlt sich sicher und ich kann trotzdem die maximale Intensität auf meine Muskeln bringen. Ja, also super faszinierend. Wo ich halt jetzt sage, ist es so, okay, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte halt eben angreifen, ich möchte was machen, was wäre so der Tipp Nummer 1? Also, dass er einfach sagt, er sucht sich einen Test raus und dann überprüft er es einfach. Also meine Empfehlung, ohne das Werbung zu machen, ist erstmal auf jeden Fall sich einen Trainer zu suchen, der einen testet. Weil du könntest das jetzt alles selber machen, du könntest dir mal ein Buch bestellen und alle Übungen durchprobieren, aber irgendwo hast du ja selber auch gesagt nach meinen Sessions so, mit den Übungen, ich weiß nicht mehr genau, wie die geht und so weiter. Deswegen hast du dir das Buch ja dann bestellt, weil du da die Übung nochmal drin hast und Online-Videos, wo du die nochmal siehst. Aber man ist dann so ein bisschen verloren, weil dann gehst du bei YouTube und suchst, okay, Neuroathletiktraining, Übung oder Rückenschmerzen, Übung. Ja, und da ist meiner Meinung nach wirklich wichtig, sich erstmal einen Coach zu nehmen, der einen da testet und anleitet, weil sonst ist man da verloren. Ja. Das ist eben mit allem. Ich meine, ich kann es bestätigen, wenn mich jemand gefragt hat, eben, ich war ja so lange als Personal Trainer selbst aktiv, was ist die beste Investition, ist gerade wenn du mit Training starten willst, die ersten 3, 4, 5, 6 Sessions, das sind die, wo du für dein Geld den meisten Effekt bekommst, weil du gescreent wirst, weil du eine individuelle Betreuung bekommst. Und die meisten Personal Trainer, die wirklich gut sind, die behandeln dich auch immer so, dass du in die Unabhängigkeit kommst. Oft ist es halt dann so, wenn man es sich leisten kann, sagt man halt, komm, das hilft mir, es ist Motivation, es ist Kontrolle, es ist immer wieder ein neuer Input.
So ist es bei mir auch schon immer gewesen. Auch als ich als Personal Trainer gearbeitet hatte, hatte ich immer noch Personal Trainer für mich selbst. Wo manche sagten, auch als ich noch am Anfang meines Business war, du bist ja verrückt, warum kannst du dich nicht selber trainieren? Ich so, wow, das ist die beste Investition überhaupt, weil ich halt so viel für mich lernen kann. Und deswegen bin ich auch froh, jetzt wieder, auch wenn es so ein bisschen Schritt aus der Komfortzone war, zu sagen, hey, ich hole mir jetzt selber die Hilfe. Super, super glücklich. Und das ist auch für mich super wichtig, die Eigenverantwortung. Ja? Weil die meisten Leute gehen dann zum Arzt und Therapeuten und lassen sich da behandeln, ja? In der Hoffnung, dass es dann besser wird. Aber im Endeffekt, du musst halt selber, weil du hast ja auch deine Hausaufgaben bekommen, ne? Für 5 bis 10 Minuten am Tag dreimal diese Übung zu machen, du musst selber daran arbeiten. Und vor allen Dingen, wenn du den ganzen Tag immer in diesem Stress bist oder viel am Laptop arbeitest und so weiter, dann musst du da einfach gegenarbeiten. Und das ist wie Zähne putzen. Ja? Und wenn du das nicht regelmäßig für deinen Körper machst, dann wird es halt nicht besser. Ne? Und deswegen, wir haben jetzt 3 Einheiten, wir machen noch 1 Einheit, aber dann hast du alles, was du brauchst. Du hast deine perfekten Übungen für deine Schmerzsymptomatik und wir machen dann noch ein Training für dich, was du überall machen kannst, dieses isometrische Krafttraining. Und dann war es das. Ne? Wir können dann nochmal gerne ein Feedback machen und so weiter, um die Dosierung vielleicht anzupassen, aber erstmal hast du alles, was du brauchst. Und das, finde ich, ist die Aufgabe von einem Coach oder Trainer, dich dahin zu bringen, dass du selber dein Problem daran arbeiten kannst. Weil ich kann nicht jeden Tag mit dir die Übung machen. Ne? Gut, es gibt so Trainer, die haben den Ansatz natürlich, hey cool, du bleibst die ganze Zeit bei mir, wir machen das. Ich kenne auch einen Osteopathen, der zu mir hat gesagt hat, hey, mein Problem ist, ich bin so gut, ich kann die Probleme oft so einfach lösen. Gewisse Probleme, manche, ja, dass ich halt sage, shit, was mache ich jetzt? Ja. Mhm. Aber gut, bewegen muss man sich trotzdem. Ein Physiotherapeut, den ich kenne in Deutschland, der hat halt einfach gesagt, okay, mach die Physiotherapie plus Training. Mhm. Aber letztendlich, wenn du wirklich etwas für dich bekommen möchtest, du musst der Experte für dich selber werden. Ja. Das kann dir halt keiner abnehmen. Ja. Cool, ich würde sagen, wir springen direkt in das andere Setting und wir zeigen mal 1, 2 Tests und auch 1, 2 Übungen. Und einfach mal, dass man das gesehen hat, was wir jetzt gerade besprochen haben, wie das wirklich ausschaut. Also das heißt, alle, die den Podcast hören, vielleicht mal auf YouTube hüpfen und dann seht ihr mal, wie einfach das sein kann und wie schnell man eine Veränderung sieht. So, ich freue mich total, weil jetzt gibt es was zum Vorturnen für mich. Und zwar, was machen wir? Wir machen einen neuen Test oder einen Test, den ich schon kenne? Ah, lass uns den Toe-Touch machen, weil das kann jeder mitmachen. Das ist ganz einfach. Also die Füße zusammen. Mhm. Bleib ruhig so stehen. Nochmal neben mich, ja genau, dreh dich zur Kamera. Genau, Füße zusammen, wichtig ist, ja, dass du die Beine gestreckt lässt und immer in derselben Position, Geschwindigkeit runter gehst, genau. Okay, Beine strecken, genau, und nochmal hochkommen. Und jetzt wichtig, dass wir es ein paar Mal machen, damit wir keinen Warm-Up-Effekt haben, weil irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du merkst, da ist jetzt Endbereich. Die Beine bleiben gestreckt, genau. Ja, und dann könnt ihr gucken, kommt ihr mit den Fingerspitzen, kommt ihr vielleicht mit den Handknochen runter oder mit der Hand, Beine bleiben gestreckt. Ja, so weit bin ich schon lange nicht gekommen, merkt man, dass ja, ich schon fleißig war. So, und jetzt ist so langsam der Punkt, mach noch einmal, wo du merkst, okay, jetzt geht's halt. Mhm, ja, also ich bin gerade so mit dem Teil hier runter. Okay, mach noch einmal. Ja, und besser wird's jetzt nicht. Außer du pustest dich jetzt rein, aber ne, wichtig, dass du immer die Übung gleich machst. Okay, das war jetzt ein Test, was wir auch noch machen können, ist die Rotation. Das kannst du auch noch mal zeigen. Genau, einfach mal rotieren. Die Füße bleiben an der Position, genau. Und dann zur anderen Seite. Und hier auch wichtig zu gucken, ist da eine Disbalance. Und man sieht schon, rechts ist ein bisschen schlechter wie links. Ne? Deutlich, würde ich sagen. Genau. Und nochmal. Bis auch hier der Warm-Up-Effekt vorbei ist. Aber da merkt man jetzt schon, okay, das ist der Endbereich. Ne? Okay, noch einmal. Okay, genau. Und was wir jetzt einfach machen können, das ist so einer der einfachsten Übungen, ist ein Augenliegestütz, die haben wir eben schon erwähnt. Ja? Das heißt, die Augenkonvergenz, sind die Augen in der Lage, wenn ich meinen Finger oder irgendeinen Gegenstand nach vorne nehme, dass meine Augen gleichzeitig reingehen, auf dem Gegenstand bleiben und wieder nach vorne gehen. Genau, du kannst auch nochmal hier kontrollieren. Beide Augen sollten reingehen und wieder rausgehen. Ja, das ist spannend, das musst du hier mal dann vor der Kamera vormachen. Okay. Bei mir ist das ja nicht so der Fall, glaube ich. Genau, ja? Ich gucke nochmal. Genau, das reicht und wieder nach vorne. Genau, aber ganz nach vorne. Geht das rechte Auge mittlerweile mit? Ja, es hängt noch ein bisschen hinterher, aber es sieht schon besser aus. Genau. Du machst ja auch bei deinen Übungen das isoliert, ne? Das eine Auge ein bisschen mehr. Genau, wichtig auch hier nicht zu nah zu kommen, weil da ist ein Punkt dann,
wo du merkst, da gehen die Augen nicht mehr vernünftig mit rein. Und ich sollte den Finger mal scharf sehen, oder? Genau. Und einmal vor allen Dingen, wenn er doppelt wird, dann ist es zu nah. Genau. Okay, das waren jetzt fünfmal ungefähr. Und jetzt nochmal die Beweglichkeit testen. Selbe Position, selbe Geschwindigkeit. So, und jetzt seht ihr direkt, es wird jetzt schon viel besser. Und das ist halt der schöne Effekt. Gerade bei diesen Augenliegestütz weiß ich halt, dass das vor allen Dingen die Flexoren entspannt. Ja? Also hier das Runterkommen. Du kannst nochmal deine Rotation testen. Ja, Füße bisschen mehr. Da, okay. Und da auch. Ein Ticken, ja, und weniger. Ja. Genau, und das wäre jetzt zum Beispiel eine Augenübung, die man ganz einfach machen kann. Eine andere Augenübung wäre zum Beispiel Blickverfolgung. Das kann ich jetzt mal für dich machen. Also du fixierst meinen Finger, ja, und du folgst jetzt einfach meinem Finger, ohne den Kopf zu bewegen, bitte. Genau. Kopf bleibt gerade. Nicht den Kopf bewegen, genau. Ja, da merkt man auch, wie deine Augen arbeiten richtig gut. Sind auch immer noch nicht ganz smooth, also die springen schon noch ordentlich, ne? Aber das braucht auch seine Zeit. Ne? Du machst die Übung jetzt erst seit 2 Wochen. Ne? Okay, gut. Nochmal testen bitte. Und das kann jetzt auch sein, dass es schlechter wird. Ja? Wenn es für dich zu viel ist, drehe ich bitte wieder, damit wir die gleiche Position haben. Ja, wieder besser. Genau, achte darauf, dass die Beine strecken. Komm noch ein bisschen nach hinten, damit die Leute das vielleicht nochmal, genau, noch einmal machen. Beine bleiben gestreckt bitte. Yes, und jetzt kommt es komplett runter. Nochmal die Rotation checken. Und viele denken jetzt, ja klar, weil er die Übung jetzt ein paar Mal gemacht hat, aber du merkst es selber, ne, direkt, ob es besser oder schlechter wird. Mhm. Und der Toe Touch sah jetzt schon viel besser aus. Deswegen gebe ich auch immer 2 Tests, wenn man sich nicht sicher ist, dass man immer schön testen kann. Was bei mir noch spannend war, war ja auch Innenrotation. Genau, das ist auch ein sehr guter Test. Genau, wichtig, dass der Ellenbogen auf Schulterhöhe bleibt. Und dann kann man die Innen- und Außenrotation testen. Also im Endeffekt, ihr könnt jeden Beweglichkeitstest machen, um zu gucken, ob die Übung gut für euch ist oder nicht. Ja? Okay. Interessant. Genau. Was war noch etwas, was du richtig spannend fandest? Was man machen kann, ist zum Beispiel Gleichgewichtssystem aktivieren. Ja? Okay. Ah, das ist ein Test jetzt fürs Kleinhirn. Ne? Das ist zum Beispiel ein guter Test, den können wir auch mal machen gerne. Das zeigt, wie arbeitet dein Kleinhirn. Dein Kleinhirn ist für die koordinative und kontrollierte Bewegung verantwortlich. Das heißt, warte mal, ich zeig's mal kurz. Du legst die Hand eine über die andere und dann versuchst so schnell wie es geht zu klatschen, ohne dass die andere Hand sich berührt. Und das machst du mal für 5 Sekunden. Mach das mal bitte, können wir mal machen. Mit der guten oder der schlechten? Mach erst mal mit der schlechten. Also die Hand darf sich nicht bewegen, okay? Und so schnell wie es geht klatschen. Oh Gott, das ist ja ganz anders. Okay, und stopp. Und jetzt mal die andere Seite testen. Ja, ist auch ein bisschen ruckelig, aber leichter. Mehr Speed, genau. Okay, und stopp. Und normalerweise, oftmals ist es so, dass die Leute ein Kleinhirn mehr aktiviert haben als das andere, was dann auch mit dem Gleichgewichtssystem zusammenhängen kann. Und bei ihm zum Beispiel sage ich jetzt, die linke Seite ist ein bisschen schlechter, dass er einfach versucht, die linke Seite mehr in seinen Alltag zu integrieren. Du hast Fingerkreisen, diese Handgelenkkreisen, Fingerkreisen. Oder du hast dann selber auch eine schöne Übung mir gezeigt, die auch gut für dich war. Also einfach vielmehr dann mit der linken Seite, die nicht so aktiv ist wie die andere, daran arbeiten. Und dann werden meist die Beweglichkeit und die Kraft auch direkt besser. Das ist halt auch etwas, was ich so erstaunlich finde, dass es mir schwerfällt, die einzelnen Finger zu kreisen. Genau, das ist eine propriozeptive Übung. Ist dein Körper in der Lage, dein Gehirn, jedes Einzelgelenk im Körper isoliert zu mobilisieren? Oder zum Beispiel Brustwirbelsäule haben wir auch für dich gemacht, ne? War auch eine sehr, sehr gute Übung für dich. Das heißt, du drückst meine Finger hier weg und du gehst nach vorne. Genau, die Schultern bleiben locker und du drückst meine Finger wieder weg. Das können wir auch mal seitlich vielleicht zeigen. Genau, einmal hier die Brustwirbelsäule. Ich glaube, die Übung braucht jeder. Und hier meine Hand wegdrücken. Genau, ganz gut. Oder es gibt schon so Übungen, wo man sagen kann. Ja, aber das kann auch für manche dann auch eine Übung sein, die zu viel ist. Ja? Und deswegen ist immer ganz individuell und die Dosierung super entscheidend. Genau. Aber generell, das ist eine Übung, die bei vielen Leuten sehr, sehr viel hilft. Ne? Mhm. Du kannst gerne nochmal testen. Oh ja, viel besser. Also Brustwirbelsäule ist eine Jackpot-Übung für dich. Ja? Mhm. Genau. Und dann nochmal den Toe-Touch gerne machen. Ja, wird immer besser. Okay, super. Ja, faszinierend. Genau. Aber wenn jetzt jemand so die Tests macht und die Übungen mal antesten mag, an sich kann er nichts falsch machen. Nee.
Nee, also im Endeffekt testen, die Beweglichkeit, wie gesagt, ein paar Mal machen und dann einfach mal die Übung ausprobieren. Aber macht da nicht zu viel. Ne? Denkt jetzt nicht so, ich muss jetzt die Übung hier 10 Mal machen. Und wichtig ist wirklich auch die Dosierung. Ja? Also macht die Übung langsam. Das könnt ihr ja mal testen. Aber es kann auch zum Beispiel sein, dass diese Augenkreise für viele schon viel zu viel Stress ist. Ja? Und also dann kriegen die vielleicht sogar Kopfschmerz oder Nackenverspannung oder Mehrverspannung. Deswegen ist das Individuelle so wichtig. Und ihr könnt es ausprobieren, aber ich bin immer ein Freund davon, wie gesagt, euch einen Coach zu nehmen, der euch testet, der euch genau anleitet. Ja, genau. Cool. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Und ich würde mal sagen, hinterlasst mal einen Kommentar, wenn ihr irgendeine Frage habt. David hat auch einen richtig coolen YouTube-Kanal, den wir einblenden. Instagram können wir einblenden. Und das Buch. Ich habe mich jetzt gefreut, dass es, ich glaube, vor 3-4 Tagen kam es bei mir an, obwohl Mexiko. Also es wird überall hingeschickt. Ja, weltweit. Okay. Cool. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es bleibt spannend.